Die Bayernwerk Natur GmbH, ein Tochterunternehmen der Bayernwerk AG, hat vor wenigen Tagen seinen Unternehmenssitz von München nach Unterschleißheim verlegt. Das war natürlich ein Grund zum Feiern. Mit dabei waren unter anderem der erste Bürgermeister der Stadt Unterschleißheim sowie Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer der Bayernwerk Natur GmbH. Was Sie hier sehen, ist nicht etwa nur ein beliebiger Container, der in der Natur steht. Sie sehen hier eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Bei dieser Anlage werden beim Verbrennen von Gas sowohl Wärme als auch Strom gewonnen. Der derzeitige Betreiber, die Bayernwerk Natur GmbH, hat vor kurzem ihren Standort nach Unterschleißheim verlegt. Eine Entscheidung, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Sie brauchen auch einen Standort, der die Rahmenbedingungen bietet, die wir brauchen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sprechen hier über hochqualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure, die Projekte entwickeln, die Vertrieb machen in diesem Bereich. Und die wollen wir natürlich halten. Und das muss auch zum Gesamtpaket dazu passen. Und alle Kriterien, die sozusagen wir in die Prüfung genommen haben, alle möglichen Standorte, haben aber dann relativ schnell und klar gemacht, Unterschleißheim ist ein idealer Standort. Und deswegen sind wir froh, dass es auch genauso gekommen ist. Also wir freuen uns natürlich über jedes Unternehmen, was nach Unterschleißheim kommt, aber Bayernwerk Natur natürlich besonders, weil es ein sehr modernes, zukunftsorientiertes Unternehmen ist im Bereich der Energiewirtschaft, der Energiegewinnung. Und das passt sehr gut zur Stadt Unterschleißheim als innovative Kommune. Mit Hilfe solcher Motoren wie diesem in Garching wird das Gas verbrannt. Das heiße Abgas wird, genau wie das erwärmte Kühlwasser des Motors, ins Fernwärmenetz eingespeist. Zusätzlich entsteht Strom. Dieser Motor ist so gut optimiert, dass mehr als 90% der Energie aus dem Gas umgewandelt und so genutzt werden können. Die Bayernwerk Natur setzt damit auf den Trend der dezentralen Energieversorgung, einen Trend, der Kommunen in Sachen Energieversorgung selbstständig und damit unabhängiger macht. Das ist allerdings noch nicht alles, was die Bayernwerk Natur bietet, verrät uns ein Geschäftsführer. Die Bayernwerk Natur ist spezialisiert auf Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Wir haben entsprechende Investitionen die nächsten Jahre vor. Aktuell ist es so, dass wir über 40 Projekte in der Pipeline haben und die zum 1.8. in Betrieb nehmen wollen. Das ist ein Geschäftsfeld, das Hauptgeschäftsfeld. Natürlich haben wir daneben noch Bestandserzeugung wie Geothermieanlagen oder entsprechende Biogasanlagen. Das ist sehr traditionell, auch vor der Energiewende von uns schon betrieben und geplant worden. Und wir stoßen auch jetzt künftig in kleinere Gebiete vor, wie Kleinwasserkraft oder eben Windgebiete in Bayern. Dort werden wir uns ebenfalls engagieren. Vom neuen Standort aus soll auch in Zukunft weiter an innovativen Energiekonzepten gearbeitet werden. Bayernwerk Natur. Aus der Region für die Region.